Kannst du mir bitte helfen? Wobei? Beim Suchen. Ja, ich weiß ja nicht so richtig, ob ich das kann. Du kannst, denn du sollst. Oh, du zitierst Immanuel Kant. Dann kommst du mir jetzt bestimmt auch gleich mit dem kategorischen... Hilf mir jetzt endlich! Mit Kants kategorischem Imperativ. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Dann handle gefälligst, indem du mir beim Suchen hilfst. Also ich hab zwar keinen Bock. Dein Oller Kant hätte auch ohne Bock geholfen. Ja, okay, aber du musst mir schon sagen, wonach ich suchen soll. Nach diesem Dings da. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Also es müsste schon etwas genauer sein. Es hat so schön geschimmert im Licht. Und im Dunkeln war es wahrscheinlich schwarz. Das gilt ja wohl für alles. Eben. Wie sah es denn aus, ganz unabhängig von Licht oder Nichtlicht? Na, so viereckig. Und die Ecken waren etwas abgerundet. Also eine Fläche? Quatsch, ein richtiger Körper. Viereckig natürlich. Von einer Seite, je nachdem, wie man es anschaut. Du weißt schon, wie ich es meine. Also hat es an sich mehr als vier Ecken? An sich natürlich. Und es ist glatt. Es ist mir schon ein paar Mal aus der Hand gerutscht. Weil du dir auch immer die Hände so dick eincremst. Es ist auch an sich glatt, auch ohne Hand. Woher willst du das wissen, wenn du es nicht in die Hand nimmst? Ja, ich weiß. Das Ding an sich ist völlig unerkennbar. Original Kant. Hilf mir jetzt suchen. In einer Stunde kommt Tante Erna. Sie hat es mir geschenkt und erwartet, dass es hier irgendwo zu sehen ist. Oh, wozu ist es denn gut, dieses Dings da? Es ist ein Geschenk zu meinem letzten Geburtstag. Dazu ist es gut. Aber was kann man denn damit machen? Ist es eine Teekanne oder eine Keksdose? Oder kann man damit Flaschen öffnen oder was? Man kann gar nichts damit machen. Man stellt es einfach hin, weil es schön ist, ohne jeden praktischen Nutzen. Einfach, dass es einem gefällt. Also sowas hätte dem Immanuel Kant gefallen. Es klingelt. Oh Gott! Tante Erna, eine Stunde früher als geplant. Also Immanuel Kant ist es bestimmt nicht. Der war immer pünktlich, auf die Minute.